Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Barbara Masur und ich heiße dich herzlich willkommen am heutigen Dienstag, 21. Dezember 2021. Du siehst diesen schönen dicken Stapel an Tarotkarten vor mir liegen. Heute arbeite ich mit diesem wunderschönen Set und mit Doreen Virtue natürlich, weil ich meistens mit ihr arbeite, das Erzengel-Tarot. Das sind 78 Karten. Wunderschön, ich halte es noch mal ein bisschen dichter hin. Und es sind so schöne, wunderbare Karten. Ja. Und ich bin sehr gespannt, welche Botschaft die Erzengel heute für uns haben. Und ich bitte sie jetzt um eine Antwort für den heutigen Tag. Was ist heute für uns alle, die dieses Video schauen, von Bedeutung? Sogar raus. So, um die kümmern wir uns gleich, um diese Karte. Und das ist jetzt die, der Ariel ist bei uns. Schaut mal. Schön, oder? So im Wald. Tolles. Tolles Haus. Wenn du gibst, empfängst du gleichzeitig. Widerstand gegen Veränderung. Extreme hinsichtlich der Art, wie du Geld sparst oder ausgibst. Okay, ich habe das jetzt ein bisschen auf mich wirken lassen. Ja, oft denken wir ja, wenn wir, dass wir immer nur geben, geben, geben und wir bekommen gar nichts zurück. Dem ist natürlich gar nicht so. Liebe, die wir geben zum Beispiel, die verdoppelt sich einfach. Und so ist das mit allem anderen auch. Wir verlieren nichts, wenn wir geben. Oft merken wir halt gar nicht, dass wir auch etwas zurückbekommen, weil wir das oft gleichsetzen. Ne? Wir meinen immer, das muss ja Gleiches mit Gleichem behoben werden. Aber die Freude, die der andere uns dann entgegenbringt, weil wir ihm zum Beispiel 2 Euro gegeben haben, dem Obdachlosen auf der Straße. Die wiegt doch um einiges mehr, denke ich. Oder das Lächeln eines Kindes. Wenn wir das zurückbekommen, es ist fast viel mehr wert, könnte man fast sagen. Widerstand gegen Veränderung. Ja, viele Menschen sind gerade halt ja noch im Widerstand mit der, ne? Die wollen die Veränderung noch nicht zulassen. Und es ist ganz wichtig, dass wir da am Ball bleiben, dass wir für diese Veränderung sind, zum Positiven, dass die Welt sich jetzt zum Positiven wandelt. Die Liebe hat bereits gesiegt und das gilt es, ja, voranzutreiben und anzunehmen. Geld sparen, Geld ausgeben. Ja,
Da gibt es ja auch öfters mal ein Ungleichgewicht. Viele Leute können nicht mit Geld umgehen oder horten es sogar zu sehr. Dabei brauchen wir gar keine Angst haben. Geld ist auch nur, eigentlich nur ein Stück Papier. Gut, es hat im Moment seinen Wert und wir können damit Sachen kaufen. Wir benötigen es im Moment auch noch. Das ist ganz richtig. Aber es hilft nichts, wenn wir das Geld bei uns festhalten wollen. Geld muss fließen, damit es auch zu uns zurückkommen kann. Das ist ganz wichtig. Ich meine damit natürlich nicht verschwenderisch ausgeben. Ganz und gar nicht. Okay, ich schaue jetzt auch noch mal auf die Informationen aus diesem Buch, die Doreen Virtue da geschrieben hat. Die Karte war ja 4, Ariel. Wenn du gibst, bekommst du gleichzeitig etwas. Zunächst einmal dient diese Karte als Erinnerung, dass finanzielle Mittel und Gewinn geteilt werden sollten. Wenn jemand zu sehr am Besitz festhält, kann es den Betreffenden isolieren und auf diese Weise die Verbindung zu künftiger Fülle blockieren. Wenn jemand mit Reichtum gesegnet wurde, kann diese Karte daran erinnern, Wohltätigkeitsorganisationen und förderungswürdigen Projekten Geld zu spenden. Oder in anderem extremen Fall kann sie darauf hinweisen, dass jemand zu achtlos mit seinem Geld umgegangen ist. Es besteht die Notwendigkeit, genau zu prüfen, wie Geld ausgegeben oder Schulden kontrolliert werden können. Doch geht es bei dieser Karte nicht allein um Geld und Finanzen, sondern sie kann auch etwas mit der Anwendung, mit der Aufwendung von Energie und Emotionen zu tun haben. Lass dich in deinem Handeln nicht von angstbasierten Gedanken einschränken. Sei bereit, jedwede Talente oder Geschenke mit den Menschen um dich herum zu teilen. Ja, es gibt noch eine zusätzliche Bedeutung und da steht hier: Probleme mit der Kontrolle, für schlechte Zeiten sparen, an der Gegenwart festhalten, sich Veränderungen widersetzen. Ja, ist ja so ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe. An der Gegenwart festhalten. Ja, was jetzt gerade im Außen passiert, das können wir, glaube ich, alle ganz schnell loslassen. Oft ist es aber auch, dass wir an Räumlichkeiten festhalten, am Besitz festhalten und auch an Mitmenschen festhalten. Dass wir da nicht loslassen können. Und auch da ist es wichtig zu schauen, was tut mir überhaupt noch gut. Und gegebenenfalls dort loslassen. Die Gegenwart freigeben. Damit das, was zu uns kommen möchte, Raum hat, um zu uns zu kommen. Ganz wichtig. So, die Karte Mond war noch rausgefallen und das ist Erzengel Haniel. Schaut mal. Ganz feiner Engel. Weiblichen Zügen. Weiblich. Die Gelegenheit, deine Pläne zu optimieren. Das ist natürlich wunderbar, ne? Das hier passt ja als Ergänzung zu dem. Höre auf deine Intuition. Sie bringt dir die richtige Führung. Stelle dich deinen Ängsten und gewinne an Kraft. Ja, sehr schön, wie ergänzend Erzengel Haniel die Worte von Erzengel Ariel kommentiert, sozusagen. Sehr schön. Ganz toll.
Und natürlich gucke ich auch hier gerne in das Buch hinein. Überblätter ich immer die Seite. Der Mond hieß die Karte. Es ist Zeit, deine Pläne noch einmal genau zu überprüfen. Irgendetwas stimmt nicht ganz und deine Engel und geistigen Führer machen dich darauf aufmerksam. Die gute Nachricht ist, dass deine außersinnlichen und intuitiven Fähigkeiten in diesem Moment besonders ausgeprägt sind. Suche in deiner Intuition und deinen nächtlichen Träumen nach Führung, um zu wissen, wie du diese Änderungen vornehmen kannst. Erzengel Haniel kann dir helfen, deine außersinnlichen Talente zu entwickeln und dir zeigen, welche Aspekte der Situation dir bisher entgangen sind. Es ist nur menschlich, Momente zu erleben, in denen du ängstlich oder unsicher bist. Diese Karte versichert dir, dass du diese Gefühle überkommen und auf eine höhere Ebene gelangen kannst, wenn du dich deinen Ängsten stellst. Bitte Erzengel Haniel, ein Licht scheinen zu lassen auf alle Facetten deines Lebens. Außerdem kann diese Karte auch bedeuten, dass es eine Botschaft von lebenden Verstorbenen gibt. Verborgene Informationen oder Motivationen. Sich den eigenen Ängsten stellen. Auf dieser Karte, das kriege ich jetzt gerade nämlich so rein, schaut mal, da sind zwei Tiere neben dem Engel. Einmal ein kleiner Hund und ich glaube, das andere ist ein Waschbär. Ja, aber es geht halt um den Hund. Liebe Verstorbene, auch Haustiere zählen da unten runter. Wenn du also ein Haustier hattest, das bereits verstorben ist, dann kann es gut sein, dass dein Tier eine Botschaft für dich hat. Ja, einfach mal hinhören, was deine Katze, dein Hund, dein Pferd dir zu sagen hat. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann darfst du natürlich es auch gerne liken und teilen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Dienstag im Segen und der Liebe, dem Licht der Urquelle. Bis morgen, deine Barbara Masur. Tschüss!